Servus. Herzlich willkommen hier zum Clipping. Clipping, so wie ihr es noch nie gesehen habt. Genau, wir machen euch was Verrücktes. Uncut. Ganz wild. Einfach abgelesen mit Texten, die wir nicht kennen. Noch nie angeguckt. Wow. Also, okay, Moment. Ja, Nadjo, Tore, du musst aus dem Bild gehen. Tore taucht Moderation. Achso, Tore taucht auf. Okay. Also. Das nächste, ja, 1, 2, 3. Die nächste Woche bei der verbotenen Liebe wird alles auf den Kopf gestellt. Der Alltag wird aufgerollt. Tore taucht auf. Herzlich willkommen bei Clipping! Tore! Charlie hat sich entschieden. Sie will Helmke mit Haut und Haar. Oh, ist das schön. Offene Zahnpastatuben, dreckige Socken unterm Bett. Können Sie mich mehr erschrecken? Mm, sie will jetzt alles mit ihm teilen, sogar die Wohnung. Mm. Oh. Du hör mal, wenn du hier einziehst, dann müssen wir aber einen anderen Platz für sie finden. Vielleicht schaffen wir uns einen Safe an. Hm? Oh. Oh? Ich ziehe ein. Hm. Natürlich nur, wenn du möchtest. Erst machst du mir einen Antrag und jetzt möchtest du mit mir zusammenziehen. Ich muss dich ja ganz schön durcheinander gebracht haben. Helmke, du hast mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und heute Nacht ist mir klar geworden, dass ich immer mit dir zusammen sein will. Außerdem habe ich dann einen Mann mit Waffe im Haus. Was kann eine Frau sich mehr wünschen? Jana und Tore und Jo als Team. Arm in Arm oder einer auf dem Kopf? Ja, auf den Kopf. Du. Also ich nicht. Ja, nee, guck mal, Jana redet, Jo redet. Du musst auf den Kopf. Ha. Muss ich noch was sagen? Das machen. Ich glaube nicht, stell dich mal auf den Kopf. Okay. Aber dann lass mich wenigstens irgendwas sagen. Dann sag hallo. Hier sind die Bilder dazu. So, aus. Okay, gut. Okay. Zweiter Strang. Für Martha steht alles auf dem Kopf. Juri und sie sind ein echtes Team geworden. Mhm, und als Juri sehr... Ja. Und als Juri sie dann mit einer Flasche Champagner zu sich bestellt, da glaubt sich Martha am Ziel ihrer Träume, Tore. Und hier sind die Bilder dazu. Boah, warum stehe ich auf dem Kopf? Warum stehst du auf dem Kopf dafür? Du bist voll schwer. Verdammt. Martha, reiß dich zusammen. Das ist deine Chance. Keine Katastrophen. Straight und cool. Straight und cool. Straight und cool. Straight und cool. Straight. Oh, das gibt's doch nicht. Verdammte Axt. Sogar an den Champagner hast du gedacht. Klar. Gut. So, das reicht so, ne? Ja, hab mich an meinem Bauch gesehen? Okay, dritter Strang. Haben wir ja. Tore. Gut, dritter Strang, Tore fängt an. Bitte? Ich kann mir meins merken, das ist kurz. Ich auch. Was ist das für ein Scheiß? Tanja hat... Ja, ist Scheiß, das ist was sehr Spannendes. So, okay, Tanja. Oh. Tanja hat Sebastian betrogen und ihm blöderweise davon auch noch ein Video zukommen lassen. Boah. Ja, das ist bitter und für Sebastian endlich Grund genug. Er will die Scheidung. Ja. Und zwar mit allen Mitteln. Denn auf dem Video sieht man auch noch, dass Tanja richtig Spaß daran hat. Nein. Doch. Nein. Dieses Monster. Hm. Ah. Ah. Beginnen wir doch gleich mit der Vorstellung. Ich schätze mal, als Scheidungsanwalt bist du solche Videos ja sowieso gewöhnt. Und bitte. Und jetzt frage ich dich, ist das ein Härtefall? Ich kann gerne noch ein paar Minuten vorspulen, da wird's ziemlich sportlich. Danke, nicht nötig. Sehr gut. Mir ist auch klar, was passiert, wenn das an die Öffentlichkeit durchsickert. Das wird eine riesige Schlammschlacht. Aber soll ich dir was sagen? Es ist mir egal. Ich will jetzt einen Schlussstrich.
neue Mitbewohner, wechselnde Bettgefährten und eine Schlammschlacht. Verbotene Liebe ab Montag, 18 Uhr im Ersten. Oh, waren wir gut. Das war so schön. So ist es mal natürlich. Ja, so wäre das, wenn ihr nicht immer diese beschnittene Version seht.